Der Bundesgrenzschutz hielt zum ersten Mal in Oberschwaben, das ist das Gebiet zwischen Donau und Bodensee, eine größere Übung ab. Diese Männer sind sonst an der Zonengrenze längs des Eisernen Vorhangs stationiert. Sie tun ihren Dienst an einer Demarkationslinie, die mitten durch Deutschland geht. Daher ist der Bundesgrenzschutz, der eine Sonderpolizeitruppe darstellt, gerade an dieser Stelle vonnöten, um den illegalen Eindringlingen schlagfertig entgegenzutreten. Hier ist Polizeiposten 35. Ein Funkspruch zwischen 0830 und 0900 Uhr wurde nördlich von Hundersingen 40 bis 50 bewaffnete Störer mit Fallschirmen abgesetzt. Sie haben Hundersingen besetzt. Ende. Ihr Inselinserat, ich habe Sie verstanden. Stahl ist bereit, kommen. Verstärkter Intendant mit Urkunde. Zu unserem Glück verfügt der Bundesgrenzschutz auch über Hubschrauber, sodass man sich einmal das Bild oben betrachten kann. Wir sind jetzt über der Straße zwischen Saulgau und Hundersingen und überfliegen gerade die Marschkolonnen. Das ist eine Hunderschaft des Bundesgrenzschutzes, der in Saulgau untergezogen war. Diese Hunderschaft marschiert nun zum Einsatzort nach Hundersingen und dort wird ein Donauübergang überzwungen. Schützenfahrzeuge sind unterdessen gegenüber von Hundersingen an der Donau aufgefahren. Es wird angenommen, dass der Feind die Brücke gesprengt hat. Unter Feuerschutz soll nun versucht werden, möglichst schnell an das andere Ufer zu kommen, um dort einen Brückenkopf zu bilden. Die Männer des Bundesgrenzschutzes sind sämtlich Freiwillige im Alter von 18 bis 24 Jahren. Viele dieser jungen Grenzjäger, so nennen sie sich, kommen aus Baden-Württemberg. Ja. Später nach ihrer Dienstzeit, übrigens nach einer sehr vielseitigen und abwechslungsreichen beruflichen Ausbildung, kehren sie wieder in ihre Heimat zurück und viele berufliche Möglichkeiten stehen ihnen offen. Die Ausbildung umfasst Staatsbürgerkunde, allgemeine Wirtschaftskunde, Sprachpflege, technisches Fach- und Verwaltungsrechnen, Maschinenschreiben, dazu noch die technische Ausbildung an den Geräten und selbstverständlich Fahrkurse, sodass später eine vielseitige berufliche Möglichkeit gegeben ist, zum Beispiel im Zollgrenzdienst, bei der Bundespost, bei der Polizei, auch im mittleren Dienst des Auswärtigen Amtes und im Dienst des Zentralbanksystems. Bei Notständen aller Art, gerade mit Schlauchbooten und mit Fähren, konnte man die Grenzjäger schon bei Hochwasserkatastrophen beobachten. Das gegenseitige Ufer ist jetzt erreicht. Hier die Masse der Jäger, die über eine unterdessen gebaute Stegbrücke an das andere Ufer kommt. Noch einmal Feuerschutz. Und um die Mittagszeit war die Übung beendet. Der Bürgermeister hier in Ostrach begrüßt die Truppe. Dann wurden Quartierscheine ausgegeben. Die Männer werden sämtlich in Privatquartieren untergebracht. Und man rückt nun ab. Und abends ist dann Manöverball hier in Ostrach in der Turnhalle, am nächsten Tag in Markdorf und dann am weiteren Tag in Wangen im Allgäu. Die Jäger erzählten mir, mit welcher Herzlichkeit sie von ihren Quartiergebern, die sie übrigens zum großen Teil hier auf den Ball begleitet hatten, bewirtet wurden zu Hause und selbstverständlich wurde der Kontakt mit der weiblichen Jugend sehr schnell hergestellt. Wie konnte es anders sein?